Vor ein paar Tagen habe ich ein Video über die Industrie- und Handelskammer aufgenommen und so ein bisschen darüber philosophiert, ob das Ganze eigentlich so sinnvoll ist für Selbstständige. Und im Kommentarbereich von diesem Video habt ihr euch ein Video gewünscht zum Thema Berufsgenossenschaft. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer die Berufsgenossenschaft an. Was will die eigentlich immer? Muss ich da irgendwas machen? Und wie werde ich sie als Selbstständiger eigentlich los? Und natürlich stellt sich am Anfang erstmal die Frage, was ist denn das eigentlich? Berufsgenossenschaft. Wir als Selbstständige, beziehungsweise wenn wir vorher angestellt waren, kennen die Berufsgenossenschaft nämlich gar nicht. Mit der haben wir relativ wenig zu tun. Ich nenne sie ganz gerne deswegen so die unsichtbare Sozialversicherung. Und zwar ist es die gesetzliche Unfallversicherung. Also das ist die Unfallversicherung, die uns quasi versichert für Arbeitsunfälle oder ja Unfälle auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und diese Sozialversicherung, die wird uns nämlich nicht in den Gehaltsabrechnungen abgezogen. Also als Angestellter sehe ich auf meine Gehaltsabrechnung, ja, meine Rentenversicherung, meine Pflegeversicherung, meine Krankenversicherung und so weiter. Was ich auf diesen Gehaltsabrechnungen nicht sehe, ist die Berufsgenossenschaft, also die gesetzliche Unfallversicherung. Denn die gesetzliche Unfallversicherung wird zu 100% vom Arbeitgeber bezahlt. Und da wir als Selbstständige keinen Arbeitgeber haben, müssen wir uns, wie soll es auch anders sein, selber darum kümmern. Aber die Berufsgenossenschaft hat es sich wirklich zur Aufgabe gemacht, besonders verwirrend zu sein. Und zwar gibt es unglaublich viele unterschiedliche Berufsgenossenschaften. Das heißt, die Berufsgenossenschaft ist abhängig von der Branche, in der du tätig bist. Ich zeige dir einfach mal die Webseite vom Sozialministerium, auf denen die Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen aufgelistet sind. Und man sieht hier Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse, Holz und Metall, Handel und Warenlogistik, Nahrungsmittel und Gastgewerbe, Rohstoff und chemische Industrie und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Berufsgenossenschaften. Und hier stellt sich natürlich eine ganz zentrale, wichtige Frage. Welche Berufsgenossenschaft ist denn jetzt für mich zuständig? Denn du musst, wenn du ein Gewerbe anmeldest, dich unter Umständen bei der Berufsgenossenschaft anmelden. Die Frage ist, ja, bei welcher denn? Das kann ich für dich natürlich nicht beantworten. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung mal noch eine Webseite. Da kannst du das nachschauen. Da sind einfach ein paar Beispiele. Ich gehe davon aus, dass relativ viele bei der VBG richtig sind. Das ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Und die ist Ansprechpartner für zum Beispiel Berufe, Rechtsanwälte, Architekten, Steuerberater, Ingenieure, freie Berufe, Unternehmen in der IT-Branche, Kommunikationsunternehmen, Beratungsunternehmen und so weiter. Das heißt, das dürfte ehrlicherweise die meisten von euch irgendwie abdecken und hat auch mich in meinem beruflichen Leben immer angesprochen. Also egal, was ich gemacht habe oder fast alles, was ich gemacht habe, war relevant für die VBG. Was es sonst noch gibt und auch relevant sein sollte, ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, also die BGW. Da gehören zum Beispiel Friseure, Hebammen, Krankengymnasten, Lokopäden, Masseure, Notärzte und so weiter. Das heißt, das sind so die Gesundheitsberufe. Und für einige von euch ist vielleicht auch die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, also die BGHW, zuständig. Wie der Name schon sagt, da sind alle aufgehoben, die irgendwas mit Handel zu tun haben. Zum Beispiel Groß- und Einzelhandel jeglicher Art mit und ohne Lager. Also wenn du einen Online-Shop hast und im E-Commerce tätig bist, dann bist du wahrscheinlich bei der BGHW richtig aufgehoben. Das ist zumindest so die erste Frage, die du beantworten solltest. Wer ist da eigentlich für mich zuständig? Und so ganz einfach ist das nicht herauszufinden. Deswegen check unbedingt den Link in der Videobeschreibung einmal ab. Und natürlich stellt sich die Frage, nachdem ich jetzt herausgefunden habe, wer genau eigentlich für mich zuständig ist, ist, was machen die jetzt eigentlich? Also was bekomme ich denn jetzt eigentlich irgendwie von denen? Und ja, die gesetzliche Unfallversicherung hat im Wesentlichen drei Aufgabenbereiche. Vielleicht kennen die ein oder anderen das schon als Angestellter, und zwar sind das so die ganzen Arbeitssicherheitsschulungen. Also alles irgendwie, was mit Arbeitssicherheit zu tun hat, kommt ganz häufig von der Berufsgenossenschaft. Das heißt, ein wichtiger Bereich ist die Prävention und ja, das Vermeiden von Unfällen. Wenn dann ein Unfall passiert ist, dann hat die gesetzliche Unfallversicherung den Job, dich irgendwie wieder in den Job zu bekommen. Das heißt Rehabilitation. Das ist so ein weiterer Bereich, und da übernehmen sie zum Beispiel Kosten für bestimmte Maßnahmen und so weiter. Und wenn das Ganze nicht von Erfolg gekrönt war, also die Wiedereingliederung, die Rehabilitation, dann gibt es eine Entschädigung. Also dann kriegst du zum Beispiel eine Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung, und dafür wurden diese Beiträge gezahlt. Das ist also die durchaus ehrenwerte Daseinsberechtigung von Berufsgenossenschaften.
Und nachdem wir jetzt wissen, was die Berufsgenossenschaft eigentlich so in der Theorie zumindest macht, stellt sich jetzt natürlich die Frage, muss ich da mitmachen? Ist das jetzt notwendig, dass ich neben Steuern und Krankenversicherung und IHK-Beiträgen jetzt auch noch für die Berufsgenossenschaft zahlen muss? Irgendwo muss es doch mal aufhören. Und diese Frage kann ich dir leider so pauschal gar nicht beantworten. Wie du gesehen hast, gibt es eine ganze Reihe von Berufsgenossenschaften. Und die schlechte Nachricht ist, da gibt es nicht die eine Regelung für alle von uns. Das heißt, du musst tatsächlich im ersten Schritt erstmal herausfinden, welche Berufsgenossenschaft ist eigentlich für dich zuständig. Und im zweiten Schritt musst du dann schauen, gibt es für dich in dieser Berufsgenossenschaft eine Pflichtmitgliedschaft. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn du Mitarbeiter beschäftigst, dann bist du Pflichtmitglied. Das heißt, deine Mitarbeiter, die musst du in der gesetzlichen Unfallversicherung versichern und dafür musst du dich bei der Berufsgenossenschaft anmelden. Und wenn du geschaut hast, welche Berufsgenossenschaft für dich zuständig ist, geprüft hast, ob du eine Pflichtversicherung hast, dann solltest du auch schauen, was so die Grundeinstellung ist. Denn es gibt tatsächlich ein paar Konstellationen, da bist du zwar Mitglied, aber du kannst austreten aus der Berufsgenossenschaft und manchmal bist du gar kein Mitglied und kannst aber, wenn du möchtest, freiwillig eintreten und dich dann so gesetzlich unfallversichern. Doch bevor du jetzt losstürmst und dich sofort bei der Berufsgenossenschaft anmeldest und damit gesetzlich unfallversichert, solltest du erstmal nachdenken und vergleichen. Denn es gibt unter Umständen andere Versicherungen, die für dich günstiger sind. Du als Selbstständiger hast in den allermeisten Fällen das Wahlrecht, dich gesetzlich Unfall zu versichern. Aber es gibt ja auch private Unfallversicherungen, die unter Umständen mehr abdecken oder generell mehr Leistung bieten für weniger Geld oder gleiche Leistung für weniger Geld. Und dann solltest du natürlich auch die Frage stellen, wofür genau brauchst du diese Unfallversicherung? Ist vielleicht die Unfallversicherung gar nicht die richtige Versicherung, weil in deinem Job passiert kein Unfall. Ist vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung viel besser geeignet für die Art und Weise, wie du arbeitest, für deinen Beruf? Das Ganze kannst nur du persönlich entscheiden und vielleicht sprichst du damit mit einem Versicherungsexperten. Übrigens an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis für einen relativ guten YouTube-Kanal, wie ich finde, und zwar Versicherung mit Kopf. Den verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bin absolut kein Versicherungsexperte. Ich kann dir steuerlich ein paar Sachen erklären. Aber auf dem Kanal kannst du dich definitiv weiter informieren. Lass gerne liebe Grüße von mir da. Und damit kommen wir zu einer natürlichen ganz wichtigen Frage, und zwar, was kostet denn der ganze Spaß? Das ist natürlich für dich relevant, wenn du Pflichtmitglied bist, aber natürlich auch relevant, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich eventuell freiwillig zu versichern. Und da müssen wir erstmal grundsätzlich den Mechanismus verstehen, wie diese Beiträge entstehen. Bei den Berufsgenossenschaften ist es nämlich so, dass sie nicht irgendwie von Steuergeldern quersubventioniert werden, sondern dass es quasi ein Jahr gibt und dann gibt es gewisse Leistungen und Beitragszahler und das Ganze wird quasi am Ende eines Jahres einmal ausgerechnet und dann gibt es einen Beitragsschlüssel und der kann halt steigen oder sinken. Das heißt, wenn in einem Jahr ganz viele Unfälle passieren, dann steigt der Beitrag. Und wenn ganz wenige Unfälle passieren, dann sinkt der Beitrag. Und ein zweiter Punkt, der in der Berechnung eine Rolle spielt, ist das Unfallrisiko. Es wäre ja irgendwie ungerecht, wenn jeder gleich viel bezahlen müsste. Ich meine, ich sitze hier vor der Kamera. Was soll mir passieren? Die Decke können vielleicht von vorne fallen, aber selbst wenn die Kamera so nach vorne zu mir fällt, dann wird sie mich wahrscheinlich nicht mal erwischen. So groß ist mein Unfallrisiko hier in meinem Job gerade nicht. Und es ist vor allen Dingen auch nicht vergleichbar mit jemandem, der vielleicht gerade irgendwie draußen auf dem Dach steht und das Dach deckt. Da gibt es ein paar mehr Risiken und die müssen natürlich irgendwie abgedeckt werden. Das heißt, neben dem Beitragsschlüssel gibt es ein Unfallrisiko. Und dieses Unfallrisiko ist abhängig von der Branche, in der du tätig bist. Und drittens gibt es noch so eine Versicherungssumme. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich 30.000 Euro im Jahr verdiene oder 250.000 Euro. Die Operation der Beule, die ich bekomme, weil die Kamera jetzt mir entgegengeflogen gekommen ist, die kostet natürlich immer gleich viel. Aber wenn ich zum Beispiel dauerhaft einen Verdienstausfall habe und eine Rente beziehen muss, dann ist das natürlich ein großer Unterschied. Und auch hier gibt es natürlich unfassbar viele Konstellationen, wie teuer so das Ganze eigentlich sein kann. Da ich davon ausgehe, dass die meisten von euch irgendwie in der VBG sind, schauen wir uns da einfach mal ein paar Beispiele an. Ich verlinke dir die entsprechende Seite auch einmal unten in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich einfach mal so ein paar Vergleichszahlen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie teuer das Ganze eigentlich ist. Wenn ich zum Beispiel in der Information, Kommunikation und Medien, Werbung und Gestaltung und Forschung arbeite, dann bin ich in der Gefahrtarifstelle 03. Und dann gibt es hier unterschiedliche Versicherungssummen. Das startet bei 25.452 Euro. Das ist der Minimalbetrag. Das heißt, wenn ich weniger verdiene, dann muss ich das trotzdem mindestens zahlen. Das sind dann 70 Euro. Und wenn ich mich versichern möchte für 120.000 Euro, dann zahle ich halt 308 Euro. Dann gibt es jetzt zum Beispiel makelndes und vermittelndes Unternehmen. Das ist Gefahrentarifstelle 08. Und das startet dann bei 110 Euro und geht hoch auf 480 Euro. Schau dir das Ganze gerne mal im Detail an. Ich verlinke dir die entsprechende Seite unten in der Videobeschreibung.
Videobeschreibung. Aber du solltest natürlich auf der Webseite deiner Berufsgenossenschaft oder der Berufsgenossenschaft, die für dich zuständig ist, nachschauen. Denn da gibt es durchaus erhebliche Abweichungen. Und damit kommen wir zum Fazit und so ein bisschen meiner persönlichen Meinung. Ich persönlich finde grundsätzlich, dass es gut ist, dass es eine gesetzliche Unfallversicherung gibt. Ich meine, wenn ich als Arbeitgeber Verantwortung für viele Mitarbeiter trage und auch, ja, ich würde mal sagen, deren Arbeitsumfeld aktiv gestalten kann, dann finde ich das gut, dass es da eine Institution gibt, die dafür sorgt, dass es da Regeln gibt, die eingehalten werden. Wir als Selbstständige, als kleine Unternehmen betrifft das irgendwie inhaltlich nicht so richtig. Ich meine, ich brauche jetzt keine großen Arbeitssicherheitsschulungen. Ich weiß viele selbst und es ist auch Wissen, was nett ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Berufsgenossenschaften, die sind nicht für uns gebaut. Und genau so ist es auch. Aber genau so wenig werden wir dazu gedrängt. Also nur wenige von uns sind tatsächlich Pflichtmitglied. Und da würde ich sagen, okay, vielleicht sollte man das Ganze für kleine Unternehmen vollkommen freistellen. Also für Selbstständige ohne Mitarbeiter sollte die Mitgliedschaft komplett freiwillig sein und dann kann es jeder abschließen oder halt auch bleiben lassen. Was ich aber absolute Katastrophe finde, ist dieses wahnsinnig chaotische, komplizierte System. Erstmal herauszufinden, wer eigentlich für einen zuständig ist und welche Regelungen dann da gelten, und wenn ich jetzt meine Selbstständigkeit in einen anderen Bereich weiter ausbaue, dann rutsche ich vielleicht in eine andere Genossenschaft. Das Ganze finde ich irgendwie super kompliziert und ich frage mich so ein bisschen, warum gibt es nicht einfach eine gesetzliche Unfallversicherung und gut ist. Und dann gibt es einmal Regeln für alle und das war's. Das wäre doch alles irgendwie ein bisschen einfacher. Ich weiß auch, da gibt es Bestrebungen, aber gib mal einem Beamten den Job, seinen eigenen Job abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass wir da zeitnah was erwarten können. Aber unterm Strich muss ich sagen, ich finde es gut, dass es sowas gibt, das für die meisten von uns jetzt aber nicht verpflichtend ist. Ist es jetzt auch kein Riesenärgernis, über das ich mich aufregen würde. Einen kleinen Aspekt vielleicht noch, weil dieser Kanal ja ein Steuerkanal ist. Wenn du in der gesetzlichen Unfallversicherung bist, also Beiträge für die Berufsgenossenschaft zahlst, dann kannst du diese Beiträge als Betriebsausgabe buchen. Falls du eine private Unfallversicherung oder eine Berufsunfähigkeit Versicherung abschließt, darfst du diese Kosten nicht als Betriebsausgabe absetzen. Du kannst sie dann aber in der privaten Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe berücksichtigen. Wenn du zu dem ganzen Thema noch Fragen hast oder eine Meinung hast oder Erfahrung hast, dann teile sie gerne mit uns und zwar unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich wirklich von dir zu lesen. Und falls du Hilfe brauchst bei deiner Selbstständigkeit, die richtigen Tools auszusuchen, Rechnung zu schreiben, Bankkonto und so weiter, dann schau dir mal meine Empfehlungen an. Die habe ich dir alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke sie dir aber natürlich auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach sofort direkt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.